cool wäre natürlich nochmal wieder ein Hühnchen. Gehen wir mal auf die andere Seite. Blöd ist, die sind nun hier in diesem hohen Gras echt gut getarnt. Da haben die sich echt was einfallen lassen. Aber ich muss sagen, außer Huhn und hier und da mal ein Hase habe ich bisher noch kein anderes Tier gesehen. Also kein Hirsch, kein Wolf, nix. Nicht mal ein Bär oder so. Ich meine, gut, nicht, dass ich jetzt unbedingt scharf darauf wäre, aber nur mal so. Das läuft mir dann vor die Nase, wenn ich immer wieder überladen bin. Kennen wir ja schon. Na? Auch mal Hallo sagen. Auf geht's. Ka-ching. Kein Tier weit und breit. Oh, was haben wir hier? Hä? Der lebt doch. Der lag ja lustig da. Ups, nicht gut. Jetzt habe ich den ja auf eine Idee gebracht. Ha, Kunst kommt von Können. Leider bringt er mir kein Fleisch. Aber mal einen Hund wieder gesehen. Ich habe ja gerade drüber gesprochen, ne? Keine Tiere und so. Es gibt sie durchaus. Mit ein bisschen Glück geht alles. Wie man sieht. Da ein Zombie drin? Nee. Oh, cool. Modvergrößerung. Perfekt für die Pistole. Cool, cool, cool. Wenn ich schon mal hier bin. Ah, da hinten. Ach, die Scheune ist das. Ja, okay. Ey, aua. Habe ich mich doch so ein bisschen in die Ecke manövriert hier. Aber nichts, dass sie mich nicht rauskäme. Ja, leider gibt es jetzt nicht so viele coole Sachen hier. Kann sein, dass es oben auf dem Dach noch was gibt. Muss aber auch nicht. Dann gehen wir mal zum Trader. Den Huhn bin ich jetzt eigentlich schon fast wieder zu sehr überladen. Verstecken sich alle. Bin ich voll uncool. Immerhin kann ich jetzt hier auf der Rückseite oder sagen wir von der Seite halt den Trader auch betreten. Finde ich ehrlich gesagt auch eine coole Sache. Also hat man jetzt von jeder Seite einen Eingang. Finde ich gut. So muss man nicht immer einmal drum rumlatschen. Das war schon nervig. So, was nehmen wir dann? Komm, Schrotflinte. Und was machen wir noch? Wir nehmen natürlich das Fahrrad. Dafür haben wir das Ganze ja schließlich jetzt gemacht. Besondere Aufträge heißt, wir treffen auf eine andere Stadt. Das wäre jetzt diese Handelsroute. Oder wir gehen weiter Stufe 1. Nee, das wollte ich eigentlich nicht. Na gut, dann gehen wir hier Handelsstufe 2. Okay. Das heißt, wir würden eine andere Stadt dann ja, treffen und dort Quests machen. Jetzt habe ich ja ein Fahrrad, jetzt bin ich ja mobil. Aber ich könnte jetzt, da ich ja schon mal hier bin, beziehungsweise wo ist denn die andere? Ach, guck mal, da ist die. Doch, komm, das machen wir. Ich fahre mal schnell mit dem Fahrrad dahin und hole mir die Kiste. Ist ja keine Quest. So, Fahrrad. Auf, wie geht's? Naja, an der Farbe müssen wir nur arbeiten, aber nichts, was man nicht machen kann. Guck doch mal, das ist doch schon mal ein ganz anderes Fortbewegen. Naja, Ausdauer habe ich trotzdem mal wieder keine. Und direkt ein Auto daneben, das ist doch nett. Und ein Huhn vor der Nase, guck an.
Man soll ja jetzt mit Fahrzeugen auch Zombies töten können. Ob das für Tiere auch gilt? Boah, cool. Das ist doch mal was. Guck mal, das können wir wegschmeißen. Das können wir direkt trinken. Zwei Papier kann ich auch schmeißen und raus damit. Handwerksfähigkeit. Fertigung von Rüstung. Prima. Vorschlaghammer. Okay. Und Schlagring. Na gut, das ist jetzt nicht das, was ich unbedingt bräuchte, aber ist okay. So, dann. Tatsächlich ist die Pistole besser. Rein da den Mod. Haha, 22 Schuss. Jetzt können die Zombies kommen. Irgendwo hatte ich hier. Nun, da ist es. Probieren wir es doch mal aus, ob ich das Ding überfahren kann. Oh, jetzt bitte hier nicht das Auto im Weg. Tatsächlich, funktioniert. Finde ich cool. Schnell mitnehmen, bevor es mir irgendwer anderes klaut. Nein, nein, nein. Mein Huhn, das habe ich ganz allein überfahren. Kriegst du nicht? War harte Arbeit. Da ist das nächste. Und die nächste Stadt, by the way. Sieht zumindest wie eine Stadt aus. Können wir auch zerlegen. Können wir auch zerlegen. Na, willst du dich auch vorstellen? Lass das Auto heile. War jetzt keine große Herausforderung. Ab zum nächsten Huhn. Wo ist es? Da. Geh mir noch einen Ticken Vorsprung. Und dann. Hey. Boah, das ist gar nicht so einfach, Leute. Das schlägt da hier voll die Haken. Das ist cool. Und ich kann ein bisschen was schaffen hier, weil ich ja schon wieder Hunger habe. Vielleicht ist das aber auch nur eine kleine. Oh, guck, kleiner Zeltplatz. Da gibt's was zu futtern, so wie das aussieht. Du machst ja schnell schlapp. Was zu trinken ist auch prima. Feuerholz kann man auch nochmal mitnehmen. Genauso wie. Oh, guck mal. Dosen. Oh! Schemsuppe, perfekt. Na, wenn sich das nicht gelohnt hat, dann weiß ich auch nicht. So, wo ist mein Fahrrad? Da. Also Leute, Fahrrad lohnt sich allemal. Jetzt machen wir mal den Test. Ah nee, wie wenn ich mit dem Fahrrad. Aber ja, es geht, dass man jetzt mit Autos auch Zombies umnieten kann. Aber ich möchte ungern mein Fahrrad jetzt hier mit einem Zombie kaputt machen. Was ist das hier Schickes? Auto kann man ja mal mitnehmen. Guck an. Stufe 3. Ist doch durchaus schon ein Ticken besser. Hat schon mal jemand gesagt, dass ich überladen bin? Da wir eine neue Handelsroute eröffnen wollen, könnten wir schon fast überladen in die neue Stadt fahren. Das so eine gute Idee ist. Oh Mann, ich finde hier so schöne Sachen. Oh je, ja. Auch noch so eine alte. Soll die sich mal austoben? Ist ja nur ein Klo. Pff.
Achso, das ist sowas wie eine Raststelle. Hallo. Oh, das ging jetzt aber schnell. Hey, aua, aua. Aua. Au. Sag mal. Geht's dir gut? Ich glaube ja wohl auch hier. Die hat Aua gemacht. Ganz schön sogar. Okay. Ja, für irgendwas muss man die Bandagen ja auch mal verwenden, nicht? Das kann ich noch verkaufen. Früher konnte man ja im Fahrrad ja Sachen transportieren. Jetzt müsste ich doch glatt mal gucken, ob das immer noch geht. Oh, wie schön. Dann machen wir hier mal so nutzloses Zeug rein. Obwohl, sowas könnte man vielleicht noch mal bekommen. Lieber sowas. Ja. Naja, so vielleicht. Jetzt bin ich schon gar nicht mehr so überladen. Können wir auch direkt die neue Handelsroute hier freimachen. Ist ja auch nur eine kurze Strecke, nicht? Ey, vielleicht treffe ich ja auf dem Weg dahin noch irgendwie ein Hühnchen. Das Lager sieht auch ein bisschen modifiziert aus im Vergleich zu früher. Auf jeden Fall sieht man die Nester jetzt schlechter. Kann aber auch an meiner Einstellung liegen, dass mein Weitsichtradius nicht zu weit eingestellt ist. Kann natürlich auch sein, dass ich hier jetzt anderen Tieren begegne. Was haben wir denn hier? Da ist auf jeden Fall ein Holzfäller. Hier ist bestimmt auch noch irgendwas. Oh, schon 19 Uhr. Ich sollte mich auf den Weg zur Stadt machen. Nee, nee, nee. Bitte hier nicht auf der Farm. Naja, nehmen wir den nächsten hier noch mit. Wenn ich schon mal hier oben bin. Guck an. Jetzt wird's aber eng hier. Habe ich hier Auswahl an Waffen ohne Ende. Ein Huhn, ein Huhn, ein Huhn. Jawohl. Boah, was für ein Glück, ey. Na, jetzt kann ich aber schlemmen. Wenn ich hier noch irgendwann meinen Speck mit Eiern irgendwann noch mal machen kann. Eieiei. Hier sind auf jeden Fall auch noch mal ein paar Häuschen. Da unten habe ich gesehen, sind auch noch welche. Es könnte sein, dass das sogar die Stadt ist, wo wir hin sollen. 19.34 Uhr. Das wird... Ah, oh, was? Was ist das denn? Das ist übel. Das ist ja übel. Da komme ich nicht rüber. Bäh. Okay, das heißt, ich muss hier... Ja. Schnellsten Weg nach Hause und irgendwie über die Brücke oder so. Naja, hätte ja klappen können. Oh, nur noch 67. Also wie man sieht, das Fahrrad hält nicht mehr so viel aus. Also allzu viele Hühner sollte ich damit jetzt nicht mehr kaputt machen. Ein Zombie. Du versperrst mir den Weg, weißt du? Ich muss da durch. Und es geht nicht mit dir. Wie ist mein Fahrrad so getan? Das sieht man nachher so schlecht. Aber ich komme hier durch. Ja. Juhu. Doppelt Juhu. Hier auch noch was? Naja. Kann man auch noch mitnehmen. So, jetzt muss ich gucken. Ich meine das Haus. Und zu Hause.
Habe ich noch einen Platz frei? Ja, kann ich ja noch ein bisschen. Ich muss ja meinen Schlafsack so platzieren, so ganz nebenbei. Okay, jetzt hat er einfach alles reingenommen. Passt schon. Nee, so war das eigentlich nicht gedacht, aber ist auch okay. Da es ja nun mal ein paar Sachen sind. So, leeren, mitnehmen und rauf aufs Dach. Und soll ja kein anderer mit hier rauf. Dann würde ich sagen, können wir hier eigentlich mal loslegen und ein bisschen was kochen. Ist ja doch ein bisschen was geworden. Das kann zerlegt werden. Oh nee, ich habe den noch. Naja, ich glaube, ich habe ja noch irgendwo einen. Der ist eigentlich immer zu weit. Meistens ruckelt das zu doll. Ich dachte, ich hätte eigentlich noch einen Schlafsack. Da muss ich nachher noch mal gucken. So, gucken wir mal. Der kann noch mit weg. Ist okay. So, ich würde sagen, wir bauen erstmal einen Schlafsack. Dass ich hier einfach nochmal ein sicheres Plätzchen für mich habe. Jetzt sehen wir nämlich auch, wo mein Zuhause ist. Da muss ich nämlich nicht immer hier und da und dies und das. So, das heißt, der nächste Handelsroute müssen wir irgendwie hier mal gucken. Da so über die Brücke und in Hoffnung denn da so rüber. Ansonsten können wir ja jetzt schwimmen, da ich meine Sachen ja ausgepackt habe. Das war es soweit von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich über ein Like freuen und ja, abonniert auch gerne meinen Kanal, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben, wenn ich wieder ein neues Video hochlade. Also dann, eure Bora.